Es gibt einen neuen Gentest, den sogenannten Pränatest. Erstmals können werdende Eltern damit lange vor der Geburt und ohne Risiko erkennen, ob ihr Kind gesund ist. Was aber, wenn das ungeborene Kind behindert ist? Dann treiben 9 von 10 Müttern ab. Herzlich willkommen zu Tacheles, zum Talk am Roten Tisch hier in der Markkirche in Hannover. Unser Thema heute, wenn der Mensch zum Schöpfer wird, per Gentest zum Baby nach Maß. Und das sind meine Gäste. Martin Hein, er ist Bischof in Kurhessen-Waldeck. Er kritisiert die Sehnsucht nach dem perfekten Kind. Bei Gentests gehe es nicht um Heilung, sondern darum, Behinderte nicht leben zu lassen. Herzlich willkommen auch Barbara Bayer. Sie erwidert, Wissen helfe einer Schwangeren, sich zu entscheiden. Wer sich gegen ein behindertes Kind entscheide, dann sei dies zu respektieren. Herzlich willkommen auch Klaus Zerres, er ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik. Er sagt, wir werden künftig immer mehr wissen über das ungeborene Kind und das sei gut so. Die Autorin und Supervisorin Monika Hay war schwanger und erhielt den Befund, mein Kind wird behindert sein. Sie ließ sich zur Abtreibung drängen und das bereuen Sie heute. Herzlich willkommen Ihnen allen zur Talkshow der Evangelischen Kirche. Eine Schwangerschaft macht glücklich. Die werdenden Eltern freuen sich und viele stellen schon Monate vor der Geburt zum Beispiel ein Ultraschallbild ihres ungeborenen Kindes ins Internet, so wie wir es jetzt auch sehen. Manche veröffentlichen ganze Fotoalben ungeborener Kinder. Eins davon haben wir auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht. Nach dem Ultraschallbild folgen Fotos vom fertigen und leeren Kinderzimmer mit Wiege und Wickelkommode, Bilder großer Vorfreude. Viele, viele haben uns dazu etwas geschrieben. Was aber, wenn das Ultraschallbild etwas Auffälliges zeigt? Professor Zerres, Sie haben uns so ein Ultraschallbild mitgebracht. Darauf erkennt man, oder Sie als Experte erkennen darauf, eine sogenannte verdickte Nackenfalte. Das ist ein erster Hinweis oder ein alarmierender Hinweis und daraufhin folgen dann weitere Untersuchungen, wie zum Beispiel dieser neue Gentest. Frau Hay, bei Ihnen war das so damals, das heißt, es gab ein auffälliges Ultraschallbild bei Ihrem Kind und Sie waren damals 46 schwanger und Ihre Frauenärztin hatte die Sorge nach dem Ultraschallbild, dass Ihr Kind Trisomie 21, also das Down-Syndrom hat. Wie hat die Frauenärztin dann damals reagiert? Also ich muss zunächst mal vorausschicken, ich hatte meiner Frauenärztin gesagt, ich will keine Chorionzottenbiopsie, keine Fruchtwasseruntersuchung, denn für mich war klar, ich möchte dieses Kind. Ich war sehr glücklich, schwanger zu sein, ich war 45, wurde dann 46, das ist zugegebenermaßen sehr spät. Wir haben lange gewartet, mein Mann und ich, auf diese Schwangerschaft. Und dann war die Situation die, dass ich zugestimmt hatte einem Ultraschall und ich wusste nicht, dass eine Nackenfaltenmessung vorgenommen wird. Das heißt, ich bin völlig unvorbereitet konfrontiert worden mit einer Prognose, die dann auch gleich in den schwärzesten Farben mir ausgemalt wurde, was das bedeutet, ein Kind mit Down-Syndrom zu bekommen. Was hat Ihre Frauenärztin da gesagt? Was sind das für schwärzeste Farben? Ein Kind mit schwersten körperlichen und geistigen Behinderungen, ein Kind, das ich möglicherweise noch wickeln muss, wenn es schon erwachsen ist. Und ich solle mir doch mal vorstellen, wie alt ich dann bin. Das ist natürlich schon auch erschreckend. Das heißt, diese Gespräche gab es mit der Frauenärztin. Hatten Sie denn zusammen mit Ihrem Mann damals genug Zeit, in Ruhe eine Entscheidung zu treffen, ob Sie dieses Kind haben wollten oder nicht? Na, wir sind zunächst mal gleich am nächsten Tag zu einem Feinultraschall geschickt worden und da ist mein Mann mitgegangen und ich habe dann mein Kind auf einem riesen Monitor vor mir gesehen. Und es sah aus wie ein neugeborenes Baby. Und ich wollte immer noch keine invasive Untersuchung. Ich wollte nicht irgendwelche Nadeln, die in mich reingestochen werden. Und
Der Frauenarzt hat gesagt, das sei eine ganz schwere, ein ganz schwerer Befund, den er mir jetzt schon sagen könne. Und ich habe gesagt, ja, aber ich will jetzt keine weitere Untersuchung. Ja, dann müsste ich unterschreiben, dass er mich aufgeklärt hat. Und also es war sehr viel Druck und der Druck wurde erhöht in dem Moment, als er sagte, mein Leben sei in Gefahr. Das hat meinen Mann sehr beeinflusst. Aber wie kommt das, dass Sie sich von vornherein so stark in diese Richtung haben drängen lassen, dass Sie letztendlich ja der Abtreibung zugestimmt haben? Also das ist ein langer Prozess gewesen. Allein dieser von diesem einen Tag, wo ich konfrontiert werde mit der Nackenfaltenmessung, bis zum nächsten Tag, wo ich mein Kind sehe, da war ich noch nicht so weit, dass ich dieses Kind wieder hergeben will. Mhm. Sondern der Druck, der dann auf mich ausgeübt worden ist, war so groß, dass ich das Gefühl hatte, irgendwas habe ich nicht verstanden. Ich möchte mein Kind behalten, aber mir wird signalisiert, ich mache alles nur noch schlimmer, als es sowieso schon ist. Und wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich festgehalten an meiner Entscheidung, dass ich dieses Kind zur Welt bringen will. Aber ich wusste nicht genug. Warum konnten Sie an dieser Entscheidung nicht festhalten? Was war das Ausschlaggebende, dass Sie gesagt haben, ja, dann stimme ich einer Abtreibung zu? Also die Tatsache, dass mein Leben in Gefahr sein sollte, war etwas, was durchaus eine große Rolle gespielt hat. Es wurde mir gesagt, dass mein Kind möglicherweise schon vor der Geburt stirbt, während der Geburt. Und wenn es überlebt, dann hätte es schwerste körperliche und geistige Behinderungen und ich muss es wickeln, wenn ich dann, ja, wie alt, 60, 70 bin. Das sind Prognosen, die es sehr schwer machen, sich noch vorzustellen, dass man so eine Belastung tatsächlich auch leben kann. Frau Heyer, wir haben ja eine Frauenärztin, Pränataldiagnostikerin hier unter uns, Frau Bayer. Denken Sie, dass in der Beratung von Frau Heyer alles richtig gelaufen ist? Also ich habe Ihre Schilderung sehr zur Kenntnis genommen und ich muss sagen, das ist sehr vielschichtig, worüber Sie sprechen. Man kann zu jedem Satz praktisch etwas noch sagen und ich möchte wirklich wissen, wie die Situation gewesen ist. Auch die Nackentransparenz, wenn sie erweitert ist, hat hier nichts unbedingt zu tun mit einem schwerbehinderten Kind. Das kann auch mal gar nichts sein. Oder ein Herzfehler, den wir gerne vorher gewusst hätten, damit man das Kind in einer großen Klinik zur Welt bekommt und nicht zu Hause. Aber ich denke, die psychosoziale Beratung, die für uns ja ein integrativer Bestandteil ist der täglichen Praxis, den haben Sie nicht erwähnt. Und der ist für uns Pränatalmediziner eigentlich eine Conditio sine qua non, wie wir sagen. Wir haben ein Netzwerk mit... Was meinen Sie damit konkret? Mit allen, wir haben ein Netzwerk, zu dem die Frauen dann auch von uns weitergeleitet werden, zu Donum Vitae, Sozialdienst katholischer Frauen. Also das ist also eine Bedingung dieser Beratung, das auch zu machen? Ja, wir müssen den Frauen das anbieten. Das ist das Gesetz. Es besteht ein Rechtsanspruch auf diese psychosoziale Beratung, die ja schon seit 90er Jahren bei uns eigentlich Integration war. Damals sprach man noch nicht von psychosozialer Beratung, aber dann hätte man in Ruhe die Situation besprechen können und Sie hätten die Chance gehabt, sich zu entscheiden. Hier war anscheinend viel Druck im Spiel, Herr Hein, Bischof von Kurhessen-Waldeck. Wenn Sie das als Seelsorger mal bewerten, Frau Hein hat sich so unter Druck gesetzt gefühlt, konnte sie sich eigentlich überhaupt noch frei entscheiden für ein behindertes Kind? Sie wusste ja, dass es Trisomie 21 hat. Das ist sicher immer auch vom Einzelfall abhängig, aber unter solch einer Drucksituation, die ich als Mann natürlich nicht in der gleichen Weise nachempfinden kann, denke ich, ist von einer freien Entscheidung insgesamt kaum noch die Rede. Also der Gedanke, dass ich autonom bin in dem, was ich tue, ist unter solchen sozialen, auch psychosozialen Bedingungen eher kaum gegeben. Was denken Sie, Herr Zerres? Machen Ärzte tatsächlich Druck auch in solch einer Situation? Wird hart aufgeklärt, wie ich es irgendwo gelesen habe, um Frauen dann in so einer Situation auch eher dahin zu drängen, die Schwangerschaft zu beenden? Also sicher ist hier was nicht gut gelaufen. Diese Äußerung kann ich kaum einordnen. Warum soll eine Gefährdung für die Mutter bestehen, wenn das Kind unter Umständen ein Down-Syndrom haben soll? Das müsste man alles im Einzelfall jetzt diskutieren. Natürlich ist das schlecht gelaufen. Es ist ein großes Problem, wenn der Arzt im weißen Kittel sagt, wir machen das jetzt und Sie schildern,
die Situation so, als hätten Sie das nicht vorhersehen können. Offensichtlich haben Sie über das Down-Syndrom auch nicht sehr viele Kenntnisse gehabt. Dann ist das natürlich eine sehr direktive Einflussnahme, der man sich im Zweifelsfall nur schwer entziehen kann. Nein. Aber jetzt kommt der Nachsatz noch. Sie mussten was unterschreiben. Der Frauenarzt muss sich natürlich absichern, dass er aufgeklärt hat und nachher nicht Sorge tragen muss, dass Sie ihn verklagen, dass Sie ihn nicht richtig aufgeklärt wurden. Das ist ja diese Schwierigkeit. Also zwei Punkte. Das eine ist, ich habe durchaus gewusst, dass Kinder mit Down-Syndrom lebensfähig sind. Ja. Damit habe ich meine Frauenärztin auch konfrontiert und hat sie gesagt, ja. Das hat man dann festgestellt, nachdem das Kind auf die Welt gekommen ist. Bei Ihnen ist das ganz anders. Da sehen wir das heute schon und das ist viel schlimmer. Heute weiß ich, das stimmt so nicht. Aus dieser Diagnostik lässt sich nicht ablesen, wie schlimm die Ausprägung sein wird. Es hat damals für mich keinen Anlass gegeben, dieser Ärztin nicht zu glauben. Ja. Aber sie hat es so dargestellt. Und wenn Sie sagen, das ist ein Einzelfall. Nein, das habe ich nicht gesagt, sondern da ist was schief gelaufen. Aber Herr Zahn, ich würde gerne noch mal einhaken an dem Punkt, was Frau Hai vorhin sagte, die Gefahr für die Mutter. Das heißt, das muss man vielleicht wissen, es gibt ja die sogenannte medizinische Indikation. Sie durften nach dem dritten Monat eine Abtreibung vornehmen, weil es eine medizinische Indikation gibt, die eben sagt, es gibt eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Mutter. Worin besteht die bei einem behinderten Kind? Können Sie uns das erklären? Früher gab es die kindliche Indikation. Wenn das Kind eine Behinderung hatte, war ein Schwangerschaftsabbruch erlaubt. Das gibt es nicht mehr? Das gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch die medizinische. Das heißt, das ist gewissermaßen die mütterliche. Und die Bedingung ist eine Gefährdung der Gesundheit der Mutter. Aber worin besteht die bei einem Down-Syndrom-Kind? Man hat sozusagen bei dieser Gesetzesänderung den ganzen Komplex der kindlichen Indikation komplett sozusagen der mütterlichen untergeordnet, wohlwissend, dass man da natürlich aufgrund der Formulierung Dinge betont, die so nicht stimmen. Das war vollkommen klar. Das ist wichtig zu wissen, für eine Schwangere. Ja, sagen wir es deutlich, das ist ein Etikettenschwindel. Ist das richtig? So scharf würde ich es jetzt nicht nehmen, aber wer hat den mitbetrieben? Es waren natürlich auch die Behindertenverbände, die gesagt haben, wir müssen weg von der Stigmatisierung. Ein behindertes Kind ist ein Grund für den Abbruch. Es ist immer die Zumutbarkeit für die Mutter als Kriterium. Und deshalb wurde das sozusagen untergeordnet. Und damit hat man mit einem wirklich faulen Kompromiss bis heute zu kämpfen. Frau Bayer? Ja, ich möchte dazu sagen, die mangelnde Zumutbarkeit für die Mutter, ein krankes Kind zu bekommen, wie schwer krank das sein mag, das ist ja nicht definiert. Aber aufgrund dieser Beratungsinformationen, die wir haben, aufgrund von langen Gesprächen mit Frauen, mit behinderten Kindern, die sie erwarten, wissen wir, dass es gar nicht um das Wollen eines Abbruches geht bei einer Mutter, sondern um das Können eines Tragens einer Krankheit des Kindes das Leben lang. Das ist nicht fragen wollen, das ist, kann die Frau das tragen? Und das muss herausgearbeitet werden in diesen Gesprächen, die sehr, sehr lange dauern, die auch manchmal über 2 Wochen gehen in Zusammenarbeit mit der psychosozialen Beratung und dann immer wieder Telefonate mit uns rauszukriegen. Kann die Frau wirklich sich zumuten, das Kind zu kriegen? Und wenn sie sagt, ich kann es nicht, dann wird schon dem Wunsch nach Abbruch nachgegeben. Herr Hein, was sagen Sie dazu, dieser Etikettenschwindel mit der medizinischen Indikation zu sagen, ein behindertes Kind ist per se eine Gefährdung für die Mutter? Ja, das ist natürlich medizinisch so nicht gegeben. Man versucht auf diese Weise noch einen Abbruch zu ermöglichen. Das Problem ist, welche Bedeutung hat ein behindertes Kind für das Leben einer Familie, wenn es geboren ist? Und da werden meines Erachtens auch Szenarien aufgebaut, auch im Bereich der Beratung, die ich dann auch nicht mehr als Ergebnis offen verstehen kann, sondern da wird in einer gewissen Weise Druck erzeugt, dass man sagt, also du wirst dein Leben lang dich mit deinem Kind beschäftigen müssen, es wird nie selbstständig sein können. Überleg einmal, ist das eigentlich dein eigener Lebensentwurf oder nicht? Willst du dir das wirklich zumuten? Und unter solch einer Bedingung kommt man dann leicht in die Situation zu sagen, na dann lieber nicht.
Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass Behinderung als etwas angesehen wird, was das Leben prinzipiell sozusagen beeinträchtigt. Und zwar nicht nur das Leben eines Kindes, das behindert ist, sondern eben auch das Leben von Eltern, die mit einem behinderten Kind leben. Und das ist eben nicht der Fall. Es gibt Menschen, Eltern, die ich auch persönlich kenne, die ausgesprochen glücklich sind, obwohl sie ein behindertes Kind haben, die sich ganz bewusst dafür entschieden haben. Also mich würde interessieren, an dieser Stelle, was die Zuschauer dazu denken. Ich gehe einfach mal runter. Vielleicht können Sie mir mal erzählen, weiß nicht, haben Sie Kinder? Ja. Haben Sie? Ja, ich habe einen behinderten Sohn. Sie haben einen behinderten Sohn? Aha. Der ist inzwischen 43 Jahre alt. Damals gab es noch nicht diese Diagnostik damals. Und man konnte nicht sehen, ob er eine sogenannte Hirnleistungsschwäche hat oder nicht. Was mich aber inzwischen viel mehr interessiert, es gibt ja Fälle, dass ich unterschreiben muss, dass ich darüber aufgeklärt worden bin, dass das Kind behindert sein wird und was auch versucht wird, dass ich später die Folgen davon selber zu tragen habe, auch finanzieller Art. Ich will mal auf eine andere Schiene noch gehen. Was hätte das für Sie verändert, wenn Sie damals, ich sag mal, schon über eine Diagnostik verfügt hätten, die das hätte erkennen können? Es wäre sehr schwer gewesen. Der Begriff Hirnleistungsschwäche ist ja sehr relevant insofern. Aber wir hätten das durchgetragen. Das heißt, Sie hätten das Kind auf jeden Fall auch haben wollen. Ich will mal hier weiterfragen. Vielleicht können Sie mal sagen, früher war es ja, wussten die Eltern gar nicht viel über das ungeborene Kind. War das eigentlich leichter oder war das schwerer, Kinder zu bekommen früher? Leichter. Leichter. Und eine Abtreibung wäre für mich auch nicht in Frage gekommen. Warum sagen Sie, dass das leichter war? Ja, weil man nichts gewusst hat. Man hat voller Gottvertrauen die Schwangerschaft durchgetragen, dass man dachte, das Kind wird hoffentlich gesund sein. Sie sind eine junge Frau, ich komme noch mal zu Ihnen. Haben Sie schon Kinder? Nein. Wenn Sie sich mal vorstellen, Sie würden schwanger werden, Kinder bekommen, was würden Sie gerne wissen wollen über Ihr ungeborenes Kind? Oder würden Sie überhaupt was wissen wollen? Nicht wirklich, weil ich würde gar nicht in diese Dilemmasituation kommen wollen, dass ich mir darüber Gedanken machen müsste. Also Sie möchten nichts wissen, wie es mit dem jungen Herrn hier, wenn Sie Vater werden, wollen Sie was wissen darüber, über das ungeborene Kind? Ja, aber ich würde die Information anders nutzen wollen. Also wenn ich jetzt erfahre, gut, mein Kind hat eine Krankheit, dann würde ich das dahingehend nutzen, dass ich die Zeit bis zur Geburt für mich nutze, mich mental darauf einzustellen, um dann eben gestärkt in die Erziehung oder in die Geburt hineinzugehen. Und das ist eben das Entscheidende. Ich würde mich nicht auf die Diskussion einlassen, ob ein Leben lebenswert ist. Und ich würde mich auch nicht auf die Diskussion einlassen, dass ich jetzt in die Schöpfung eingreife, sage ich jetzt mal. Das ist für mich eigentlich eine Tabuzone, ganz klar. Und das Recht haben wir letztlich auch nicht, darüber zu richten, ob das lebenswert ist, sondern dann eben die Kraft im Leben für das Kind zu suchen und eben da entsprechend sich die Zeit zu nutzen, gestärkt ranzugehen. Vielen Dank für dieses Votum. Und wir haben gefragt, wenn der Mensch zum Schöpfer wird, per Gentest zum Baby nach Mars, da haben Sie im Internet schon viel diskutiert und ich begrüße ganz herzlich Martin Wolf von der Tacheles-Redaktion. Martin, wie wird im Internet diskutiert? Ja, sehr kontrovers. Viel Zuspruch, aber auch Widerspruch erntet unser Gast Klaus Zerres mit seiner Online-Kolumne. Er schreibt, die Entscheidung gegen ein behindertes Kind sei zu respektieren. Axel Rennecke erwidert, ich kann mir niemals vorstellen, Behinderte vorgeburtlich abtreiben zu lassen, denn sie alle haben eine Persönlichkeit und einen Lebenswillen. Claudia Friesland dagegen kann nachvollziehen, dass sich viele Frauen ein behindertes Kind nicht zutrauen. Zitat, nicht jeder schafft das. Körperlich und seelisch. Nun ist ja so, auch Bischof Hein hat eine Kolumne geschrieben, die sich ja kritisch mit diesem neuen Gentest auseinandersetzt. Wie sind da die Reaktionen? Ja, Bischof Hein kritisiert die Aussonderung von behindertem Leben. Dem stimmt Ewald Proschama zu. Mensch ist Mensch und jeder ist von Gott gewollt, schreibt er. Darum dürfen wir nicht Menschen nach ihrem Ansehen oder einer Behinderung abstoßen. Stefan Gross erwidert, ich kann mich beim besten Willen trotz 6 Jahren Kloster nicht an die Bibelstelle erinnern, wo es heißt, du sollst behinderte Kinder auf die Welt bringen. Ja, sehr, sehr spitz, finde ich. Es ist so, wir haben ja hier gerade in der Kirche, habe ich auch junge Leute gefragt, was wollen sie eigentlich wissen über ihr ungeborenes Kind? Das haben wir auch bei Facebook gepostet, diese Umfrage. Wie ist da der Stand? Ja, da zeigt sich ein ganz klarer Trend. Nur sehr wenige möchten alles erfahren, bis hin zur Augenfarbe des Kindes. Mehr als 2/3 der Befragten möchten möglichst nichts vorher wissen, sondern ihr Kind so annehmen, wie es kommt. Und wir schauen mal, ob sich diese Ergebnisse nach der Sendung vielleicht noch verändern werden. Vielen Dank,
Martin Wolf. Ich bin auch sehr gespannt, wie das da weitergeht. Und Sie können natürlich weiter mitdiskutieren. Herr Bischof Hein, Sie sind direkt angesprochen worden. Ich kann mich nicht entsinnen, wo die Bibelstelle steht, du sollst behinderte Kinder auf die Welt bringen. Was sagen Sie dazu? Die gibt es auch tatsächlich nicht. Nur das ist ja sehr spitzfindig. Es geht eher um die Frage, welchen Wert messe ich eigentlich Leben bei? Und für mich ist das im Grunde etwas, was sich gar nicht auf einer Skala von Wert bis Unwert darstellen lässt, sondern Leben ist etwas, das auch in seinen Begrenzungen immer in sich eine hohe Würde besitzt. Und wir sind alle als Menschen begrenzt. Niemand von uns ist sozusagen unbegrenzt. Wir leben insgesamt in dieser Welt mit Begrenzungen, mit Behinderungen. Und ich glaube, es ist vollkommen falsch, sozusagen die Frage zu entscheiden, kann ich ein gesundes Kind bekommen und vorgeburtlich möglichst viele diagnostische Verfahren einleiten. Die meisten Behinderungen, die es in dieser Welt gibt, geschehen nach der Geburt, im Laufe eines Lebens. Aber Das muss man einfach sagen, sozusagen Behinderung hat für uns einen zunächst ganz schrecklichen Klang und das muss man ein bisschen auch entzaubern. Aber wir haben es ja gehört, viele Eltern machen sich ganz viele Gedanken vor der Geburt, haben Sorge, was mit dem Kind wird. Herr Zerres, und jetzt kommen wir zu sprechen auf diesen neuen Gentest, der ja genau diese Besorgnis der Eltern, auf diese Besorgnis reagiert, in dieser Prena-Test, wo es darum geht, im Grunde, dass mit 10 Milliliter Blut, wenn die untersucht werden, sehr sicher gesagt werden kann, ob das Kind beispielsweise an Trisomie 21 erkrankt ist oder nicht, also an dem Down-Syndrom. Das ist keine Gefahr mehr für die Mutter, die ja bei der Fruchtwasseruntersuchung durchaus gegeben ist. Was halten Sie von diesem Test, diesem neuen Prena-Test? Das Problem ist, dass wir ja in einer Gesellschaft leben, die Pränataldiagnostik kennt und letztlich akzeptiert hat. Wir machen Amniozentesen, etwa 10% aller Fruchtwasseruntersuchungen, etwa 10% aller Schwangerschaften werden entsprechend untersucht, 60.000, 70.000 pro Jahr. Und wir akzeptieren auch den Schwangerschaftsabbruch bei einer Frau, die vielleicht 35, 36, 37 ist. Jetzt kommt ein neuer Test. Die Fruchtwasserpunktion hat ein Risiko für das werdende Kind. Jetzt kommt ein neuer Test, der risikolos ist, der also auch Frauen erfassen kann in der Untersuchung, die sehr kleine individuelle Risiken haben, nämlich die jüngeren Frauen. Und jetzt sagt man plötzlich, dieser Test ist schlecht, weil ihn eine größere Zahl von Frauen in Anspruch nimmt. Ist das ein Fortschritt oder nicht für Sie? Das ist eine, wenn man sagt, es ist kein Fortschritt, dann akzeptiert man, eine Gruppe von Frauen darf ihn in Anspruch nehmen. Das akzeptieren wir als Gesellschaft gerade. Aber es ist ganz gut, wenn ein größerer Teil das nicht macht, dann werden Kinder mit Down-Syndrom geboren. Das ist in sich unlogisch. Dann muss man argumentieren, und so höre ich das ja bisher auch, dass jedwede Pränataldiagnostik zum Nachweis einer Trisomie 21 ethisch hochproblematisch ist. Das muss man dann sagen. Und die Diskussion muss man führen, nur wir leben in einer ganz anderen Gesellschaft. Wir reden heute über diesen neuen Test, der eben andere Verfahren ersetzt. Was sagen Sie dazu, Frau Hein, dass es diesen Test gibt? Was halten Sie davon? Also, es ist richtig, dass bisher mit den Fruchtwasseruntersuchungen gesunde Kinder verloren wurden. Ungefähr 1% steigt das Risiko. Also da müssen wir von 700 Kindern im Jahr ausgehen und das ist sicherlich, wenn man das von der Seite sieht, ein Fortschritt, einen Test anzubieten, der nicht gleich invasiv ist. Aber zu behaupten, dass dieser Test harmlos ist, dass der die Kinder nicht schädigt, das denke ich, das muss man nochmal problematisieren. In dem Moment, wo ich Untersuchungen anstelle, die keinen anderen Zweck haben, außer festzustellen, dass ein Kind mit Behinderungen zur Welt kommen wird, setze ich, wenn ich den Frauen dann sage, ja, diese Tests machen alle, und wenn ich den Frauen dann noch sage, ja, und fast alle Frauen treiben natürlich ab, weil das ist eine unzumutbare Belastung, setze ich die Frauen, die für sich entscheiden, sie möchten dieses Kind bekommen, enorm unter Druck.
Und ich glaube, dass in dieser Diskussion viel zu wenig gesehen wird, dass Frauen möglicherweise sich anders entscheiden würden, wenn sie andere Informationen hätten. Genau. Wenn sie wüssten, wie die Entwicklungschancen von Kindern mit Down-Syndrom sind. Ja. Wenn sie wüssten, dass es nicht darum geht, dass ihr Leben in Gefahr ist. Denn das wird behauptet, damit Ärzte sich absichern und hinterher keine Unterhaltszahlungen leisten müssen. Herr Bischof, das müssen Frauen alles wissen. In der Kirche sagen wir, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Und setzt sich allmählich so auch mit diesem Test die Mentalität durch, auf dieses Geschenk habe ich ein Rückgaberecht? Ja, wenn es ein Rückgaberecht wäre, aber es ist natürlich kein Rückgaberecht, sondern es ist eine bewusste Entscheidung gegen ein Kind. Man muss, denke ich, Folgendes ganz deutlich sehen. Die technischen Möglichkeiten im medizinischen Bereich schreiten voran. Wir haben es gewissermaßen mit einer Art Rasterfahndung zu tun. Es gibt immer wieder neue Tatbestände, die erfasst werden können. Ich will gar nicht das Bild vom Designer-Baby in die Welt bringen. Das halte ich gegenwärtig tatsächlich doch für utopisch. Aber es wird sozusagen einer schwangeren Frau aufgelastet, mit immer mehr Risiken umgehen zu müssen, die möglicherweise entstehen könnten, nur weil sie schwanger geworden ist. Die Schwangerschaft ist also sozusagen im Unterschied zu früher, aber auch zwei Kinder, deren Leben ich seit der Zeugung sozusagen als Mann begleiten konnte. Inzwischen ist sozusagen aus der Freude an einer Schwangerschaft so das Risiko geworden, man könnte alles Mögliche während der Schwangerschaft erleben, um das dann auszuschließen. Ich finde, das ist eine falsche Haltung gegenüber dem Leben. Da finde ich diejenigen, die sagen, ich möchte das als ein Geschenk erleben, dass ich schwanger geworden bin, dass wir Eltern werden, da kann ich das besser und überzeugender nachvollziehen. Frau Beyer, dieser Pränatest, Sie beraten ja schwangere Frauen, vielleicht empfehlen Sie ihn auch. Was ist Ihre Meinung dazu? Also man kann sich dem gar nicht mehr widersetzen, dass der Pränatest, in diesem Fall eben nur die Diagnostik von Down-Syndrom, das wird es auch in Zukunft für Tausende von Krankheiten geben. Und wir wissen gar nicht, was da noch auf uns zukommt. Den wird es geben werden. Wir empfehlen den nicht, aber wir bieten ihn an. Und wir hatten seit August, seit Einführung in Deutschland, sieben Frauen, die diesen Pränatest in Anspruch genommen hatten. Das waren Frauen mit erhöhtem Risiko. Und der Bundesverband der niedergelassenen Pränatalmediziner hat in einer Stellungnahme dazu auch publik gemacht, dass vor diesem Pränatest auf jeden Fall eine humangenetische Beratung erforderlich ist, wahrscheinlich oder möglicherweise auch mit der Kombination einer Schwangerschaft-Konfliktberatung. Mhm. Also bevor der Test gemacht wird, muss beraten werden. Und da kommt es gar keinen drum herum. Und es muss die Frau sehr gut angesprochen werden. Wir wollten wissen, wie eigentlich unsere Gesellschaft über diesen neuen Gentest denkt. Und das haben wir in Auftrag gegeben, nämlich die Evangelische Kirche im NDR und die Evangelische Zeitung wieder bei Emnet. Die haben repräsentativ und bundesweit gefragt und das sind die Ergebnisse. Den Test generell zulassen sollte man, das meinten 52% der Befragten, halten das für richtig. Den Test sollte man generell verbieten, das sagen nur 6%. Man sollte ihn nur für Risikogruppen zulassen, zum Beispiel schwangere Frauen über 35, das fordern 40%. Also ein in irgendeiner Weise auch gemischtes Ergebnis, würde ich mal sagen, Herr Hein. Allerdings nur sehr wenige sind für ein generelles Verbot dieses Testes. Enttäuscht Sie das? Nein, es enttäuscht mich deswegen nicht, weil es gar nicht um die Frage geht, verbieten oder zulassen. Die Frage ist ja schon entschieden. Dieser Gentest ist rechtlich zulässig und er ist approbiert. Es geht um die ethische Frage, soll ich es für mich machen? Und das ist jetzt auch durch die Umfrage noch längst nicht beantwortet. Aber nur 40%, sage ich auch mal, oder 40%, immerhin 40% wollen diesen Test nur für Risikogruppen zulassen. Trifft das auch Ihre Meinung oder sagen Sie, nein, es muss generell offener Zugang geben? Ich sehe den Sinn, wann ist jemand Risikoperson, wenn es ein höheres Alter ist, warum soll da was differenziert werden? Nein, der entscheidende Punkt ist doch die Aufklärung, die Information. Und es hat sich doch wie ein roter Faden durch diese Diskussion bis jetzt gezogen. Es wird zu wenig informiert, wir haben zu wenig Kenntnisse, auch was Behinderung bedeuten kann.
den positiven Fällen. Natürlich kommen zu uns Familien, die möchten ihr betroffenes Kind überhaupt nie mehr missen. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Die lieben es über alles. Trotzdem wird im nächsten Satz gesagt, wie sind denn die Risiken für unseren nicht betroffenen Sohn beispielsweise? Größte Sorgen, die da mitschwingen. Vorgestern hatte ich eine Beratung, eine Mutter, die ein schwer behindertes Kind hat und kommt mit ihrer nicht betroffenen Tochter. Das ist eine x-chromosomale Erkrankung, die hat ein hohes Risiko. Sie liebt ihr betroffenes Kind, aber möchte in keinem Fall, dass ihre Tochter auch ein betroffenes Kind hat. Wie geht man mit so einem Konflikt um? Da gibt es keine einfachen Lösungen. Das geht nur ganz individuell. Es ist eine lange Auseinandersetzung. Noch ein Punkt. Es wird immer so getan, Sie haben Designer-Baby jetzt bewusst gesagt, davon sprechen Sie nicht. Ein Schwangerschaftsabbruch bei einer Frau mit bestehendem Kinderwunsch ist immer ein Drama. Ich habe das nie erlebt, dass jemand mal eben locker einen Schwangerschaftsabbruch macht. Das unterstellt den Frauen auch, dass sie das mal eben so tun. Allerdings leben wir in einer Gesellschaft, in der 108.000 Schwangerschaftsabbrüche aus anderen Gründen passiert. Und zu uns kommen nicht Menschen, die theologische Hauptseminare besucht haben, sondern genau die, die in dieser Welt leben. Und da muss man ganz andere Sprachen sprechen. Bleiben wir noch mal beim Stichwort Beratung. Das hatten Sie gerade angesprochen, Frau Bayer, Sie ja auch, Herr Zerres. Es ist ja so, in dem Gendiagnostikgesetz von 2010 steht ja sehr deutlich, es gibt ein Recht auf Nichtwissen. Das heißt, auch die betroffene Mutter oder der Vater müssen darüber aufgeklärt werden, dass sie auch sagen können, nein, ich möchte nichts wissen. Frau Heyer hat es ja anfangs auch kurz geschildert, dass das bei ihr anscheinend auch nicht eingehalten wurde. Halten sich denn die Ärzte da wirklich dran, dieses auch aufzuklären, zu sagen, ihr habt ein Recht, es nicht zu wissen? Also die Pränatalzentren mit Sicherheit, weil wir gehen schon lange damit um. Weil für uns ist Beratung, Gespräch mit den Frauen Inhalt des täglichen Tuns. Ich mache nicht nur den Ultraschall, ohne mit der Frau nicht vorher schon gesprochen zu haben. Das ist selbstverständlich. Die soll aus der Tür gehen und sagen, ich habe das verstanden und ich weiß, was ich will. Und wenn nicht, hat sie die Möglichkeit, wiederzukommen. Und das merkt man schon, man spürt das schon. Ich weiß nicht, was im Vorfeld passiert. Bei den Frauen draußen, die die Mutterschaftsvorsorge bekommen, da ist es mit der Aufklärung, glaube ich, etwas anders. Nicht schlechter, aber anders. Vielleicht die Frauenärzte behüten ihre Frauen häufig, indem sie für die Frauen manchmal entscheiden, ich an ihrer Stelle würde das und das machen. Das haben Sie anscheinend erlebt, Frau Heyer. Das erfahre ich immer wieder an Schilderungen. Haben Sie es so erlebt, Frau Heyer? Das ist sicher gut gemeint, dass Sie sagen, dass die Frauen da behütet werden von ihren Ärzten. Nein, die sollen behütet werden. Sie sollen behütet werden. Also, Sie fühlen sich vielleicht nicht behütet. Das ist sicher gut gemeint, wenn Sie sagen, dass die Ärztinnen und Ärzte damit ihre Frauen, ihre Patientinnen gut behüten wollen. Ich halte das für hochproblematisch, dass in jeder gynäkologischen Praxis heute ein Heft ausliegt, wo drin steht, dass nahezu jede Frau heute die Nackenfaltenmessung vornehmen lässt. Das suggeriert, als sei das was völlig Normales. Das ist der erste Schritt zur Pränataldiagnostik. Die Nackenfaltenmessung ist nicht die normale Vorsorge, es wird aber so getan, als sei sie normale Vorsorge. Das Gendiagnostikgesetz sieht schon diese Untersuchung als genetische Untersuchung an, obwohl kein genetisches Material entnommen wird. Frau Heyer, Sie haben also von Behüten kann da nicht die Rede sein. Sie haben sein. Damals... Der Wunsch der Frauenärzte ist, die Frau zu behüten. Ich sehe das zu anders. Sagen, ja, ich kenne nun die Frauenärzte. Und Sie haben es eher als Bevormundung erlebt. Also wollen wir es einfach so stehen lassen. Das geht nicht. Frau Heyer, Sie haben ein Buch geschrieben, ja. Das heißt Mein gläserner Bauch, wie die Pränataldiagnostik unser Verhältnis zum Leben verändert. Da haben Sie Ihre Erfahrungen verarbeitet, auch noch deutlich mehr recherchiert und geschrieben. Und in diesem Buch sagen Sie, dass diese vorgeburtliche Medizin ein Geschäft mit der Angst wäre. Wie haben Sie das gemeint? Also, natürlich möchte jede Frau, dass ihr Kind gesund ist. Wir haben hier vorhin schon auch davon gehört, dass früher auch Frauen gesagt haben, ich wünsche mir ein gesundes Kind. Das ist selbstverständlich und das ist eine lange Zeit immer gewesen mit Hoffen und Bangen und es hat durch die Geschichte immer irgendwelche Mittel gegeben, um die Frauen da zu stützen, dass sie diese Ängste auch aushalten können.
Heute werden den Frauen, um die Ängste auszuhalten, Untersuchungen angeboten, die in den Konsequenzen für die Frauen, die dann eine ungünstige Prognose bekommen, total unterschätzt wird. Was das bedeutet, darüber entscheiden zu müssen, ob das eigene Kind leben darf oder nicht, das sollte man nicht unterschätzen. Ich habe dieses Buch geschrieben, nicht damit jemand weiß, was ich erlebt habe, sondern damit Menschen informiert werden über das, was da passiert. Und das ist ja nebenbei auch ein tatsächliches Geschäft, ein großes Geschäft, Herr Zerres. Wir haben Zahlen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es entscheiden sich 6 von 7 Schwangere für privat zu zahlende Untersuchungen. Und damit sind die Gynäkologen die Hauptakteure im Geschäft mit Selbstzahlerleistung. Das hat mich wirklich erschrocken. Das heißt, da scheint ja wirklich auch viel Geld bezahlt zu werden von den Frauen. Wird da auch systematisch ein bisschen die Angst vergrößert, um Geschäft zu machen? Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat die Frauen intensiv befragt. Und ein sehr großer Anteil ist sehr erleichtert, wenn sie ein günstiges Ergebnis dann nach so einer Untersuchung erfahren. Und das Problem, was ich jetzt was so... die Sie privat bezahlt haben. Die Sie in dem Fall privat. Der Ultraschall, 3 Ultraschalluntersuchungen sind ja nicht, das sind ja Kassenleistungen. Das ist jetzt speziell dieses Erstremester-Screening. Die Nackenfalte, das läuft alles unter der Igel. Igel heißt, das sind Igel, sozusagen das sind individuelle Gesundheitsleistungen, die ja. Krankenkassen ja. nicht bezahlen. Das heißt, und die Gynäkologen machen, Frau Bayer, machen Sie damit ein Geschäft? Ich glaube nicht, weil viele Frauen kommen aus anderen Gründen auch her. Nackenfalte heißt ja nicht gleich, ich suche das behinderte Kind, sondern dieser Test, dieser First Trimester Screening in 12., 14. Woche beinhaltet ja... Das heißt, im ersten Schwangerschaftsdrittel, so heißt es. Ja, genau. Da suchen wir ja nicht unbedingt die Statistik, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit fürs Down-Syndrom. Das kommt dabei raus, wenn die Frau das will. Aber die Frau will vielleicht auch schon wissen, ob ein schwerer Herzfehler vorliegt. In der 12. bis 14. Woche sehen wir schon die meisten der schweren Herzfehler. Und wir können die Weichen stellen für Kinderkardiologen, für die Kinderklinik, das Kind nochmal angucken und die Pränatalmedizin vielleicht intensivieren, falls das Kind das braucht. Also klar ist, das ist auch ein Riesenmarkt. Da wird auch ganz viel Geld verdient. Also insgesamt 1 Milliarde Euro in Deutschland für Selbstzahlerleistungen. Und die Gynäkologen sind da die Hauptakteure. So ist das. Was denken Sie, Herr Hein? Ja, also der wirtschaftliche Faktor lässt sich ja nicht leugnen. Wenn es allein um die Feststellung von Trisomie 21, also Down-Syndrom, geht, kostet das eine Schwangere 1.249 Euro. Die muss man erst mal haben. Dann hat man die mögliche Sicherheit, dass dieses Kind nicht an Trisomie 21 erkrankt ist. Aber es gibt natürlich eine ganze Fülle von weiteren Möglichkeiten einer Behinderung im fetalen Stadium. Das heißt also, es wird sozusagen ein Druck erzeugt, immer mehr und immer mehr Krankheiten erfassen zu wollen. Das kostet unheimlich viel Geld und das ist ein geradezu unbegrenzter Markt. Das lässt sich meines Erachtens überhaupt nicht leugnen. Und um sozusagen eine selbstbewusste ethische Entscheidung zu treffen, Herr Zerres, muss man auch kein theologisches Hauptseminar besucht haben, sondern Aufgabe der Ethik ist es auch nicht, gleich alles zu verbieten, sondern Menschen in die Lage zu versetzen, in ihrer sehr bedrängten Situation eine Entscheidung zu treffen, von der sie ausgehen können, dass sie auch später noch dazustehen. Und das ist ja das, was Frau Hay geschildert hat, dass das im Rückblick sich ganz anders dargestellt hat. Frau Bayer, wir tun ja nun ganz viel, um das, was Sie beschrieben haben, um behinderte Kinder zu identifizieren und sie dann auch zu verhindern. Gleichzeitig wird so ein Film wie Ziemlich beste Freunde zum Kassenschlager, wo es um einen Behinderten geht und seinen etwas skurrilen Pfleger. Ist das nicht auch Doppelmoral? Dass wir einerseits sagen, wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass behinderte Kinder geboren werden und haben dann einen Film und finden den ganz klasse. Ja, Herr Diekmann, der Bestandteil unseres täglichen Lebens ist nicht, ein krankes Kind zu finden. Es ist gar nicht in unserem Kopf. Wir suchen nach Problemen, die wir vielleicht lösen können, damit wir die richtige Klinik für die Mutter finden, den Kinderkardiologen, Kinderkardiochirurgen oder den Kinderchirurgen zu haben vor Ort bei der Geburt. Das ist unser tägliches Brot. Ich habe Angst, einen Herzfehler zu übersehen. Aber das Down-Syndrom-Kind, das ist so, die Medien stilisieren das so hoch, das ist gar nicht unser tägliches Brot. Weil wir wollen, dass das Kind möglichst ein gutes Outcome hat bei der Geburt. Und wenn wir natürlich Probleme sehen bei den Müttern, bei den Kindern, das kommt natürlich vor im täglichen, nicht vielleicht nicht jeden Tag, aber vielleicht nach 3 Tagen wieder,
Dann wollen wir die Mutter informieren über die Probleme und sie soll stark gemacht werden für die Entscheidung, fürs Kind oder vielleicht möglicherweise dagegen. Das ist der Inhalt. Und die pränatale Medizin hat so viel Neuerungen, was wir machen können, schon intrauterin. Das sind zum Teil Experimente, da will ich jetzt gar nicht drüber reden. Ne? Ja. Das möchte ich nicht. Aber vorher zu wissen, habe ich ein Problem bei meinem Kind und wo muss ich hingehen? Das ist der Inhalt unserer Arbeit, nicht das Down-Syndrom. Also das ist nicht... Also dann frage ich mich, warum unter Ärzten das Ersttrimester-Screening als Down-Syndrom-Screening warum es so genannt wird. Es geht ums Down-Syndrom bei diesem Ersttrimester-Screening und natürlich auch um Herzfehler, aber das ist nicht die zentrale... Ja, aber wenn Sie die wissenschaftliche... Wenn Sie die wissenschaftliche Diskussion verfolgen, dann wissen Sie, dass wir auf unseren Weltkongressen immer nur sprechen, First-Trimester-Screening hat was zu tun mit Präeklampsie, Krampfanfälle in der Schwangerschaft, Wachstumsstörungen, Blutgerinnungsstörungen. Muss ich Aspirin geben, Heparin? Ja, nein. Wie sind die Blutgefäße? Wie ist der Mutterkuchen? Aber die Praxis scheint das ja anders so zu sein. Das ist so unser Inhalt von dem First-Trimester-Screening. Aber in der Bevölkerung heißt es immer noch Down-Syndrom-Screening. Davon reden wir gar nicht mehr. Und man muss natürlich schauen, bei wem die Pränatalzentren, die denken nicht immer ans Down-Syndrom. Dafür ist das nicht so. Aber das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich deswegen nicht, weil es nun um den sogenannten Pränatest heftige Diskussionen im vergangenen Jahr gegeben hat und er nun zugelassen ist und ausschließlich für sich auf die Summe 21 Ja, aber den haben wir ja nicht entwickelt. Den haben wir ja nur vor die Tür gelegt bekommen. Und unser Präsident, der Dr. Schwertfeger hier aus Hannover, hat extra mit LifeCodex in Konstanz, die diesen Test ja übernommen haben von als Tochterfirma von der amerikanischen Sequinon, hat noch praktisch mit denen geholfen, dass das richtig auf die Beine kommt, dass integriert wird die Beratung, dass vorher die genetische Beratung stattfinden muss, bevor der Test gemacht wird. Das wäre ja gar nicht so gewesen, wenn die Pränatalmediziner sich nicht so eingebracht hätten. Dann wäre das Ganze noch ganz anders gelaufen. Wir hatten Vorbehalte, nur Down-Syndrom, das kann doch nicht sein. Ne? Das war unsere Argumentation. Ja, aber gerade Down-Syndrom ist etwas, mit dem wir früher auch in unserer Gesellschaft haben umgehen können. Jetzt fixiert sich alles auf dieses Krankheitsbild, weil es da auf einmal Möglichkeiten gibt, das frühzeitig relativ sicher zu diagnostizieren, mit dem Ergebnis, dass es in 10 Jahren keine Menschen mehr mit Down-Syndrom gibt. Also wie schön oder wie schwer das Leben mit Kindern mit Down-Syndrom ist, das weiß sie ganz genau. Sie ist Geigerin und sie ist Mutter von 3 Kindern und ihre jüngste Tochter ist 17. Und sie hat dieses Down-Syndrom. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Christiane Jost-Plate. Schön, dass Sie gekommen sind. Ja. Frau Jost-Plate, können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo Sie erfahren haben, dass Ihre jüngste Tochter das Down-Syndrom hat? Ja, unbedingt. Ich glaube, so etwas vergisst man vielleicht auch nicht. Vielleicht nehmen Sie das Mikro ein bisschen höher. So ist gut, prima. Gut. Also unbedingt. Das vergisst man auf keinen Fall. Das können Sie sich sicherlich alle vorstellen. Es war so, dass ich aus der Narkose erwachte, weil es ein Kaiserschnitt vorgenommen worden war. Und als erstes nahm ich wahr, dass ein weinender Arzt auf meinem Bett saß. Ich war noch so ein bisschen schwimmerig. Und dann kam eine unglaublich nette Hebamme dazu, die beschwor, dass aber alles wirklich nicht so schlimm sei. Und Down-Syndrom, das sind total nette und ganz liebe und harmlose Menschen. Und man kann wunderbar mit denen leben. Und ich hatte noch gar nicht begriffen, worum es ging. Und dann so langsam ahnte ich, dass da irgendetwas nicht ganz normal abgelaufen zu sein schien. Und ich erfuhr als erstes, dass es sich um irgendetwas handeln musste, was ganz furchtbar war und was beweinenswert war und was aber dann unterm Strich doch ganz lieb zu sein schien. Und ich hatte immer noch nicht begriffen, dass es sich um meine Tochter handelte, die mir dann eben auf den Bauch gelegt wurde und die ich erstmal unantastbar fand. Also es war meine Tochter und ich habe da eine schwere Diskrepanz gespürt zwischen dem, was in mir vorging und in dem, was die Umgebung mir einflößte, auch wenn sie es wahnsinnig nett machte. Also, naja, der weinende Arzt am Bett, das finde ich erstmal nicht so nett, muss ich sagen. Das ist ja schon schockierend. Frau Jost-Plate, der war halt sehr mitfühlend. Der war mitfühlend, sagen wir es so, genau. Frau Jost-Plate, nun ist ja so, dass viele Leute meinen, dass Kinder mit Down-Syndrom ja fast nichts können oder auch im Nebenland ein Pflegefall sind. Wie ist da Ihre Erfahrung? Ja, das ist natürlich ein ganz absurdes Image und ich merke auch, dass solche Diskussionen wie hier mich immer innerlich wieder so ein bisschen ergrimmen lässt, weil der erste Punkt der ist,
dass die wenigsten Leute A, wirklich Kontakt haben zu Menschen mit Down-Syndrom, und zwar über eine lapidare Kontaktaufnahme hinaus. Wer lebt schon mit Kindern mit Down-Syndrom oder mit Erwachsenen und hat sie wirklich erlebt und kann Zeiten bekunden, wo er Ihre Tochter kann eine ganze Menge, wollen Sie damit sagen? Die kann eine ganze Menge. Sie haben sogar ein Bild mitgebracht, wo sie ein Rad fährt. Das ist klar, dass ich mehr kann, aber das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht kann. Also, ich auch nicht, genau. Also wie lange hat es gedauert, bis sie das gelernt hat? Oh, das hat lange gedauert. Das hat sozusagen vom Schrägstand zu zweit, sie auf dem einen Rad hin und her zu schieben, sodass wir alle zu dritt fast umgekippt sind, an die 2 Jahre oder 3 Jahre gedauert, bis dieses Kind, was von vornherein sagte, ich möchte gerne Einrad fahren, dann im Zirkus Buntropfen mit Einradnummern auftreten konnte. Sie haben ja nun wahnsinnig viel Zeit, 2-3 Jahre Einradfahren üben, wahnsinnig viel Zeit und Engagement auch investiert, damit Ihre Tochter sich so entwickeln kann, wie sie sich entwickelt hat. Haben Sie das Gefühl, dass das auch anerkannt wird, auch gesellschaftlich? Also ich glaube, wir leben so in 2 Welten. Wir leben einerseits in der Welt, wir betroffenen Eltern oder wir Angehörigen von Menschen mit Behinderung. Und ich glaube, das kann man auch ausweiten über Down-Syndrom hinaus, die für sich einen ganz anderen roten Faden des Glücks und des Miteinanders und des sich einsetzen Wollens und Könnens und entsprechend dann auch Erfolge sehen bei diesen Menschen, die eigentlich ja nichts zu können scheinen, entdecken und damit ein ganz besonderes Glück wieder neu empfinden lernen. Und dann gibt es die andere Gruppe, die von außen eigentlich nicht darüber reden kann, was Menschen mit Behinderung ausmacht, weil sie kennen sie schlichtweg nicht, sondern sie reden darüber. Und da finde ich es bedauerlich, dass natürlich in den Reihen das Image besteht, Menschen mit Behinderung können doch nichts, weil sie können möglicherweise gar nicht sprechen oder nicht lesen. Sie sagen, und das stimmt so natürlich überhaupt nicht. Sie sagen, Ihr roter Faden ist auch die Erfahrung dieses Glücks auch mit dem Kind. Gab es auch Momente, wo Sie gesagt haben, Mann, das ist ganz schön schlimm, dass ich ein behindertes Kind habe? Ja, das ist immer dann, wenn man in die Situation kommt, in der unsere Gesellschaft sowieso lebt, wenn es um Leistungsvergleiche geht. Das tut schon mal weh mit einem Kind, was eigentlich in der ganz normalen Öffentlichkeit aufgewachsen ist. Also wir haben unsere Tochter nie irgendwie vorenthalten, dass sie bei allen Anteilen, die sie lernen wollte, mitmachen durfte oder in allen Gruppierungen auch ihren Platz finden durfte. Und wenn man dann eben natürlich miterleben muss, dass sie 8 ist, aber sie hat eben den Entwicklungsstand von einer 5-Jährigen. Oder sie ist 12 und kann eben dann doch noch nicht die Fertigkeiten, die eine 12-Jährige kann. Das tut schon weh, aber es hat eben auch was damit zu tun, dass wir uns ständig vergleichen müssen, dass wir uns eben messen müssen und dass es immer noch um ein leistungsbezogenes Funktionieren in dieser Gesellschaft geht. Und das ist das Hauptproblem, auch wenn wir über diese PND sprechen. Genau, das war für mich im Grunde auch die letzte Frage. Dieser Prenatest, da diskutieren wir heute Abend drüber. Ja. Was halten Sie von dem Test? Ich denke, er ist eine logische Folge einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Wir können ihn nicht wegdenken, weil wir leben in einem Hightech-Medizinbereich. Da können wir nicht plötzlich sagen, jetzt gehen wir wieder zurück und machen gar keine Vorsorge mehr. Das wäre unlogisch. Nur was mir fehlt daran, ist, dass man von vornherein sagt, wir beziehen erstmal die Menschen, die zu diesem Phänomen, in dem Fall Down-Syndrom oder zu anderen sogenannten Behinderungsarten, was zu sagen haben, nämlich Betroffene. Die beziehen wir mit ein, wenn es darum geht, mit dieser Diagnose fertig zu werden. Und wir schaffen vielleicht auch Foren, wo sich diese Menschen ganz normal begegnen können. Stichwort Inklusion zum Beispiel. Vielen Dank, Christiane Joos-Plate, für diese engagierte Stellungnahme. Alles Gute für Sie und Ihre Familie. Also ich finde, dass Frau Bayer eine ganz bezaubernde Idee, dass man in die Beratung von Frauen, die eine Diagnose bekommen haben, Down-Syndrom, Eltern wie Frau Joos-Plate einbezieht. Ist das für Sie denkbar, dass man Menschen zusammenführt, die diese Diagnose haben und Menschen, die seit 17 Jahren so ein Kind, machen Sie sowas? Ja, wir bieten an, dass wir Kontakte herstellen selber. Wir haben diese Kontaktadressen von betroffenen Eltern, dass sie diese Eltern kennenlernen können. Sie haben Kontakte dann auch zu Kinderärzten, die wieder ihre Kontakte haben, und über die psychosozialen Beratungsstellen, die Beraterinnen haben auch die Kontakte. Die Eltern wollen es aber primär erstmal nicht. Also die Eltern möchten das primär erstmal nicht.
Die wenigen sagen, ja, geben Sie mir bitte die Adresse, sondern sagen, ja, da muss ich erst drüber nachdenken und wir geben dann Flyer mit. Wir haben ganze Schränke mit Schubladen, wo die Flyer drin sind, die Kontaktadressen. Ich sage, ich tue es Ihnen mal in den Mütterpass, damit Sie, falls Sie doch den Wunsch haben, den Kontakt aufnehmen, sonst rufen Sie mich noch mal an. Das ist sehr wichtig. Dass und wie die ist Eltern die Erfahrung bei Ihnen? Wird dieser Kontakt auch dann tatsächlich gesucht? Ja, ich würde sagen, für die Hälfte. Die Hälfte? Die Hälfte. Mhm. Mhm. Frau Heil, bitte. Ja. Also ich würde da gerne etwas anregen. In der Situation, wo eine Frau einen auffälligen Befund bekommt, ist sie auch erstmal sehr verstört. Ich fände es sehr wichtig, dass in jeder gynäkologischen Praxis schon für jemanden, die gar nicht schwanger ist, Informationen liegen wie selbstverständlich über Selbsthilfegruppen, über das Recht auf Nichtwissen, sowohl die Information darüber, dass es diese Tests gibt, wenn Frauen sie möchten, aber auch die Informationen darüber, dass sie die auf keinen Fall in Anspruch nehmen müssen, dass man das von ihnen nicht erwarten kann, welche Entwicklungschancen es für Kinder gibt und so weiter. Dass also wirklich Frauen sich informieren können, lange bevor sie in diese Situation kommen, wo sie nicht ein- und auswissen und auch jetzt nicht noch mit ganz vielen Leuten reden wollen, weil was ist jetzt eigentlich los? Brauchen wir vielleicht einfach nur mehr Mut, um mit behinderten Menschen auch zusammenzuleben? Absolut. Und Sie haben es ja sehr gut gesagt, Inklusion. Es muss viel normaler sein, dass Behinderte sozusagen um uns herum sind, dass wir die wahrnehmen. Das empfinden wir ja auch so. Nur in der Frauenarztpraxis und dann mit einem ungünstigen Befund kommt das viel zu spät. Die Leute sind gelähmt, da ist keine richtige Entscheidung mehr möglich. Das Problem, was ich sehe, und Sie haben es ja auch angesprochen, wir können eigentlich jetzt nicht sagen, wir verbieten das und das darf es nicht geben, sondern wir müssen einen gesellschaftlichen Diskurs, wie er hier abläuft, den müssen wir führen. Und es geht um die kulturelle Wertschätzung behinderter Menschen in dieser Gesellschaft. Und das korreliert mit der Nachfrage nach vorgeburtlicher Diagnostik. Das ist ein immenser Auftrag, den wir haben. Und das sage ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal, es ist nicht nur das pure Glück mit einem Kind mit Behinderungen. Es sind unendliche Kämpfe mit Sozialämtern und so weiter. Es sind fürchterliche Geschichten, die ich Ihnen pausenlos auftischen kann, die wir immer wieder erleben. Es sind Fragen der Betreuung. Die 70-jährigen Eltern des 40-jährigen Sohns mit Down-Syndrom, die sagen, wir wünschen nur einen Tag eher, dass unser Kind eher stirbt als wir, weil das alles schiefgelaufen ist. Wir haben einen unendlichen, wir müssen unendlich viel tun, damit wir dagegen sozusagen konkurrieren können. Herr Zerres, ich glaube, es wird unterschätzt, was Menschen aushalten müssen, die ihr Kind hergeben sollen und die dafür Verantwortung für den Rest ihres Lebens übernehmen müssen. Also die Folgen, die das für Eltern hat, das wird komplett ignoriert. Ja. Das ist so ein Tabubereich und darum, ich muss das sagen, wenn Sie wieder darstellen, wie furchtbar das alles sein kann. Das habe ich überhaupt dann, so nicht dann getan. Dann ist das nur die eine Seite. Und ich finde ganz wichtig, dass wir diese andere Seite auch zur Kenntnis nehmen. Ich berate jeden Tag Menschen mit Behinderungen und weiß sehr genau, was die mir erzählen. Und da ist es nicht schwarz-weiß. Und Jesus ist doch, glaube ich, nicht angekommen. Also die Frage des Glücks würde ich zumindest einmal so beantworten. Auch gesunde Kinder sind keine Garantie für das Lebensglück. Genau. Natürlich nicht. Selbstverständlich. Schön ist, wenn es so ist, aber im anderen Falle eben auch. Der Punkt, auf den ich noch hinweisen möchte, ist, wir leben ja in einer, ich sag's mal ganz hart, in einer schizophrenen Gesellschaft. Auf der einen Seite wird inzwischen mit Recht das Hohelied der Inklusion gesungen. Und auf der anderen Seite wird sozusagen sehr abschätzig über Eltern geredet, die ein behindertes Kind haben. Immer mit dem Hintergedanken, das hättet ihr der Gesellschaft aber ersparen können, musste das sein, die Krankenkasse, was für Folgeleistungen müssen hier bezahlt werden. Also diese schizophrene Haltung, auf der einen Seite tatsächlich unsere Gesellschaft zu öffnen für Menschen unterschiedlichster Begabungen, unterschiedlichster Herkunft und auf der anderen Seite im Alltag diesen Druck auszuüben, dem dann viele letzten Endes auch erliegen, das finde ich das Ärgerliche.
Ich würde gerne noch eins dazu sagen. Letzte. Wir haben von Verboten gesprochen. Ist es möglich, diesen Test zu verbieten? Ich glaube, Sie werden niemanden erreichen mit Verboten. Das ist schon heute ein Problem, dass Frauen da ganz skeptisch sind, was irgendeine Auseinandersetzung mit Pränataldiagnostik angeht, weil es ist so lange gekämpft worden um das Recht auf Abtreibung. Das war so eine schwere Auseinandersetzung, dass Frauen heute sagen, ich möchte mir da nicht reinreden. Mit Verboten wird es nicht gehen, Frau Bayer. Stellen Sie sich mal vor, es gibt sicherlich auch viele schwangere Betroffene, die heute Abend oder diese Sendung sehen werden. Was würden Sie ihnen raten? Was sollten Sie tun, wenn Sie unsicher sind? Was will ich eigentlich wissen? Will ich überhaupt was wissen? Wie soll ich da rangehen an diese ganze Frage? Wie kriege ich ein entspanntes Verhältnis zu meinem ungeborenen Kind? Was würden Sie ihnen raten? Ich würde dieser Schwangeren raten, sich an eine professionelle Beratungsstelle zu wenden. Und die kennen wir. Es sind sehr professionelle Frauen, die ausgebildet sind im Rahmen der Pränatalmedizin, die ganz viele Gespräche geführt haben, die das Leben auch kennen, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Sich da in Ruhe hinzuwenden und zu sprechen. Und da können Sie mehrmals hingehen und das kostet gar nichts. Frau Heil, was würden Sie dieser Schwangeren raten, die heute Abend zuschaut und sich unsicher ist, was sie wissen will? Ich würde Sie in jedem Fall darin bestärken wollen, dass sie nicht alles wissen muss und dass sie auch nicht verhindern kann, dass ihr Kind, wenn es denn zur Welt gekommen ist und gesund ist, dass dann möglicherweise eine Behinderung eintreten kann. Also da Schicksal spielen zu müssen und zu wollen, das muss man sich erst mal klar machen, was das bedeutet. Und das ist jedes Mal, wenn eine Frau schwanger ist, ist es ein Risiko. Egal, ob eine genetische Abweichung zu erwarten ist oder was auch immer. Herr Zerres, was meinen Sie? Was würden Sie raten? Genau dasselbe. Information. Jedes 30. Kind gesunder Eltern kommt mit angeborenen Fehlbildungen zur Welt. Eine Schwangerschaft ist für jede Frau eine Phase, in der sie sich Sorgen macht. Das Problem ist nur, sie möchte natürlich entlastet werden durch den Frauenarzt, die Frauenärztin. Und man soll das genau angucken. Aber dann wird gesagt, aber bitte nicht weiter. Das ist natürlich extremst schwierig und wird nicht funktionieren. Herr Hein, was würden Sie raten der schwangeren Frau oder den Eltern? Ich würde zunächst einmal schlicht sagen, wie schön, dass Sie schwanger sind. Das ist, damit das nicht immer nur als Risikobereich betrachtet wird, sondern auch als eine Chance. Dann allerdings, falls aus der Anamnese heraus deutlich wird, dass es sich um eine Gefährdung handelt, würde ich auch bestimmte Tests im Einzelfalle zugestehen. Es steht mir doch überhaupt nicht zu, hier Dinge zu verbieten. Deswegen sitze ich auch gar nicht hier. Aber sozusagen der Zugang ist doch der, wenn ich informiert bin, muss ich mich auch informieren, was könnte es bedeuten für mich, dass das Kind in bestimmter Hinsicht begrenzt ist. Und ich es trotzdem haben möchte. Und da würde ich Sie allerdings drin bestärken. Ja. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für diese Diskussion. Wir sind leider am Ende unserer Zeit. Wir sehen uns wieder im März. Da diskutieren wir über das Thema Die Rache ist mein. Brauchen wir härtere Strafen? Unter anderem mit Friedrich Weber, dem Landesbischof, mit Christian Pfeiffer, dem Kriminologen aus Hannover und Rainer Wendt, dem Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.